So. Bauanleitung eines Radios in den Hieroglyphen auf einem Kamm. Oder in den Hieroglyphen eines Kammes. Der abgebildete ägyptische Kamm aus dem Museum Louvre in Paris trägt schon jene Motive, die wir auf den altägyptischen Bilddarstellungen immer wieder und überall finden. Die Ägyptologen, kleine Kinder sagen ja Archäologen, Archäologen, also die Archäologen behaupten Folgendes zu diesem Artefakt: Das männliche Zepter, das Vas oder Ves-Zepter, stellt ein Insignium der Macht dar. Das haben wir hier auf beiden Seiten. Das Ankh-Zeichen, das Henkelkreuz, dieses hier, stellt das universelle Lebenszeichen dar. Unten rechts. Die geflügelte Sonnenscheibe, bloß ohne Scheibe in der Mitte, dafür aber mit einem, ja, ist nicht mehr so ganz deutlich zu sehen, mit so einem, ja, mit einer Träne könnte man fast sagen. Im Schwarz-Weiß sieht man es dann später besser. Die geflügelte Sonnenscheibe oder der geflügelte Globus, der hier allerdings noch nicht abstrakt, vielmehr als Vogel auf einer Barke dargestellt ist. Also dieser geflügelte Globus soll das hier oben sein, der Vogel auf der Barke. Witzig, witzig, ne? Eigentlich müsste er dann hier. Ja, machen wir weiter. Das Sonnenzeichen ist über dem Serik des Horus Königs Nama angebracht. Also das soll der Horus von dem König sein. So ein Schwachsinn. Hier handelt es sich um ein Bildzeichen, das die königliche Autorität des Regenten oder Pharao Nama aus der Nullten Dynastie ausdrückt und also wie ein Eigenname zu ihm persönlich gehört. Deshalb hat er ja auch kein Gesicht, ne? Das sind jetzt Bolde. So, gehen wir weiter. Soweit die Mutmaßungen der Archäologen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ich in diesem Kamm, vor allen Dingen Kamm. Wer hat denn bitteschön einen Kamm? Das kann doch kein Mensch als Kamm verwenden oder auch nicht als Haarspange. Sowas kann man sich doch gar nicht richtig die Haare kämmen. Ein Kamm ist doch viel handlicher und flacher und also kürzer hier dann abgeschnitten. Geh mal weiter. Das ist das, was ich da drin sehe. Nun schauen wir uns das Bild auf dem Kamm etwas genauer an und dann schauen wir, was ich darin lese. Jo. Für mich ist schon der Kamm außenrum der äußere Schwingkreis mit Spule. Das hier außenrum. Das ist die Spule und das ist der Schwingkreis. Dann haben wir hier den Detektor, den mit Antenne. Dann haben wir hier den Lautsprecher oder die Kopfhörer, das kann man sich dann aussuchen. Dann haben wir hier einen Drehkondensator, der Kapazitor. Und hier haben wir einen Drehkondensator. Das ist die Erdung, the ground. Hier in der Mitte, das ist die One Slide Tuning Coil, die Verstärkerspule mit der Schlange, die für den Gleichstrom steht. So, gehen wir mal. Na, schauen wir uns das Band groß an. Also, unsere Tuning Coil hier mit dem Gleichstrom, ne? Dann unser Detektor, der zuerst zur Antenne läuft. In dem ägyptischen Bauplan ist der Detektor verbunden mit der Antenne. Das hier ist für mich die Antenne. Ja? Und das ist der Detektor, der dang, 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 dang macht. Ne? Jemand, der sich ein bisschen auskennt, der weiß dann ähnlich wie die Funkenstrecke. So, dann unsere Phones, also unsere Kopfhörer oder Lautsprecher. Die haben wir dann hier.
Der Vogel mit dem Kopf, wo nur noch Linien weggehen. Hier in der Mitte mit dem, der Lautsprecher mit dem Magneten in der Mitte. Das ist das Zeichen für einen Magneten. Je größer der Magnet, umso bassiger der Lautsprecher. Dann unseren Ground, unsere Erdung. No? Und jetzt die Drehkondensatoren, die sind jetzt in diesem Plan nicht aufgeführt. Wer sich ein bisschen mit Technik auskennt, dem ist dann auch klar, warum da Drehkondensatoren drin sind. Ich habe jetzt allerdings mit Absicht diesen vereinfachten Bauplan genommen, damit man einfach, damit auch Laien das verstehen können, ja. Wegen Drehkondensatoren, ne? So. Ja, das ist für mich dieser Kamm. Ein Bauplan für ein Radio. Und wie gesagt, schon hier außen, das ist der äußere Schwingkreis. Und wer sich auskennt mit Schwingkreisen und Spulen und so weiter, ne, dem ist bewusst, dass dieser äußere Schwingkreis den Empfänger verstärkt. Den Gesamtempfänger verstärkt. Zum Detektor ist noch zu sagen, das heißt übersetzt der Offenbarer. Also sprich auch der Überträger. Da muss man mal grundsätzlich was sagen. Wenn man jetzt die Offenbarung liest, dann ist der Offenbarer der Detektor. Also der das sichtbar macht oder hörbar macht. Ja? Und wenn ich dann die Bibel unter diesen Gesichtspunkten lese, dann ist die Offenbarung ein Bauplan. Für ganz andere Dinge. Das hängt damit zusammen, dass unsere Sprachen heutzutage, die Sprachen haben sich unheimlich verändert. Und wenn ich jetzt dann zu irgendjemandem sage, ja, wir müssen den Offenbarer einbauen, der guckt mich natürlich dann schräg an. Ich meine damit natürlich den Detektor. Ich habe in anderen Videos habe ich genau diese Fehler gemacht, dass ich zum Teil die alten Wörter benutze. Und die Leute dann natürlich denken, von was redet die Mann? Ja, ich versuche jetzt in den kommenden Videos, mich dahingehend zu verbessern, dass ich dann eure Sprache benutze. Jo, und dann haben wir hier unseren Bauplan fürs Radio in einem wunderschönen Artefakt dargestellt. Wunderbar. Na wahr. Da könnt ihr dann wieder auf meiner Seite oder auf unserer Seite, das ist ja jetzt für mehrere Autoren gedacht, archivmedes.blogspot.com. Könnt ihr nachschlagen unter Crystal, weil es ist ein Crystal Receiver, ein Kristallempfänger, Verstärker. Oder ihr schlagt es nach unter, was habe ich noch für Labels genommen? Radiotechnik und antike Technologie. Ja, also das sind halt so, wenn man jetzt guckt, die 0. Dynastie, da sind wir dann irgendwo, oh, schlag mich tot, 4000 vor Christus. In Radio 4000 vor Christus. Die Archäologen, gell?